Hallöchen, hier ist wieder euer Falk und heute habe ich hier mal so einen Case. Ihr seid doch alle so Matchbox oder Hot Wheels verrückt. Ich habe jetzt hier einen Matchbox Case. 2021, 72 Stück sind drin und es hat die Nummer CU859-967W. Ja, noch original verschlossen. Und jetzt schauen wir da einfach mal, was drin ist. So, schneiden wir es mal auf. So, gut daran, die haben richtig fette Kartons. Die sind mal stabil. Manchmal hast du was Schlapprisches, was gleich kaputt geht. Ja, fangen wir mal hier an. Und zwar Honda e 2020, ein kleines süßes Elektroauto, bekannt, ist jetzt hier viermal drin. Dann haben wir das Eiscreme-Auto in einer hellgrünen Variante, Lemon Lime Chime. Was? Lemon Time? Ach, was weiß ich. So. Jetzt kommt was Schönes. Der Mercedes 220 SE. Quasi die Heckflosse. Die haben wir auch sogar fünfmal drin. Ja, mit Plastikgrill ist der Renner, aber trotzdem beliebt. Übrigens, die Autos könnt ihr hoffentlich jetzt in meinem Shop kaufen. Ich hoffe, dass die bis dahin drin sind. Als nächstes haben wir einen Subaru Forester 2019er. In einem hellen Metallic-Grün. Vier Stück sind da drin. Eine Feuerwehr, das ist wieder so ein Fantasieprodukt, Matchbox Fire Dasher, oh. Nicht so meins, aber es gibt ja Sammler, die sammeln Feuerwehr. Jetzt haben wir fünf Stück von dem Mini Cooper S, Baujahr 2003. Kleine süße Kiste. Jetzt kommen die VW-Fans mit dem VW Beetle 2019er Baujahr Cabrio in einem Weiß Metallic. Vier Stück sind da drin. So, und jetzt haben wir fünfmal den Willys Jeepster von 1948. Also. Und einmal den Pupking oder Pupking. Keine Ahnung, was, warum das Ding noch immer drin ist. So, kommen wir hier zur zweiten Lage. Wir beginnen mit einem Baggerlader. Ja, vorne Radlader, hinten Bagger. Auch wieder mehr so Fantasieprodukt. Matchbox Backhoe. Vier Stück. So, mal die Weißen hier. Was haben wir da? Ah ja. Mustang 2019 Coupé. Da haben wir fünf Stück in Weiß Metallic mit Rot. Brembo steht drauf und der Startnummer 19. Na, jetzt haben wir hier wieder was
Deutsches und zwar den BMW 2002, Baujahr 1969. Ist interessant, das hat original verschlossen. Seht ihr das eigentlich? Aber hier ist ein Fingerabdruck auf der Tür. Ja, man kann es, glaube ich, in der Kamera nicht so gut erkennen. Das Auto hat hier einen Fingerabdruck. Kann man hier CSI Hongkong spielen oder wie das Zeug herkommt? Ja, also 4 Stück. Schöner schwarzer 02 BMW. Jetzt habe ich dreimal den Police Interceptor von Ford, aber ohne Bedruckung. Nur in Grau Metallic. So, die werden sicherlich sofort weggehen hier. VW Golf 5 müsste das sein. GTI in Schwarz Metallic. Ja. Jetzt haben wir viermal den Porsche 914, der kleine VW Porsche, Baujahr 71 in einem hellen Rot. Der ist doch ganz süß. Der sieht ganz gut aus. Nun kommt dreimal der Toyota Hilux Pickup in einem Weinrot Metallic oder irgend sowas. Den leichten Hang zum Lila. Oh. Was für ein Baujahr, steht gar nicht drauf. Aber sehr alt sicher nicht. Jetzt haben wir den Ford Interceptor Utility. 2016er Baujahr. Typisches Polizeiauto. Steht doch Police drauf. Und sonst kann ich nie lesen, ob das jetzt ein echte Vorlage hat oder ob das hier wieder Fantasiebedruckung ist. Kann ich nicht erkennen. So. Ja, kleine Kiste leer. Wir hätten jetzt noch einen Chevy Master Coupé von 1934 in einem Rot, Braun und Schwarz. Stück und dreimal der Renault Kangoo Express in Gold, irgendein Schlüsseldienst. Ja, nun ist die Neugier verflogen und die Kiste leer. Dann bis bald, euer Falk.